Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario, der alte Sack von Holzton TV. Und ich wünsche euch wie immer gute Unterhaltung und viel Spaß. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Folge 34 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario, der alte Sack von Holzton TV. Und wir befinden uns in Ustengraf. Ich wünsche euch natürlich wie immer gute Unterhaltung und viel Spaß. Ja, wie gesagt, Ustengraf auf dem Weg zum Horn von Jürgen Windrufer. Da unten ist die Drachenschreitafel. Mauer. Aber erstmal müssen wir noch unsere Beute einsammeln, die wir uns erlegt haben. Muss noch sein hier. Ja. Oh. Ach, da oben auch noch zwei, habt ihr gesehen? Klatsch, der steht nicht mehr auf. Ist ja schon mal gut, dass die nicht runterspringen. Also ich vermute es jedenfalls nicht, ich habe es noch nicht erlebt. Sicher ist man sich in Skyrim ja nie. Das hieß... Da kommen sie runtergelaufen. Das werde ich genießen. Beziehungsweise die grillen sich erstmal selber, oder was? Grillrippchen haben die gemacht. So. Herkules, komm da weg. Och, guck mal, das ist ja trotzdem. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Die Augen immer. Die Augen sehen immer aus wie LED-Scheinwerfer. Da fragt man sich natürlich, wo nehmen sie die Leuchtkraft her? Ja, Werbung. Werbung soll ich ja nicht machen. Da habe ich ja nichts von, aber sonst hätte ich gesagt, vielleicht Duracell oder sowas, aber keine Ahnung. Ich kenne mich so mit Totenschädeln nicht so aus, was man da so reinmacht, damit die besser leuchten. Rein theoretisch dürften hier keine mehr rumrennen. Einen haben wir unten weggemacht und der andere hat sich selber gegrillt, glaube ich. Und dieser Raum macht mich irre, jedes Mal. Da war ich noch nie drin. Man sieht auch nicht, wie man da reinkommt. Wahnsinn. Ja. Und da ist ein Vorbau, da ist... Das muss der Raum sein, aber der grenzt ja auch direkt. Aber hier ist ja nirgendwo eine Tür oder was? Oder ein Eingang. Ja, wie gesagt, immer. Seitdem ich das erste Mal Skyrim gespielt habe und hier in Ustengraf war, hat mich das genervt, dass ich da nicht plündern kann. Aber was will man machen? Lernen. Na ja, Süßen. So, ich muss ja mal gucken, weil irgendwo steht hier noch eine Truhe. Ach, das war bestimmt der von ganz am Anfang abgeschossen hatten, ne? Da geht's zu der Truhe, glaube ich. Da ist die. Ich muss zu meiner Schande gestehen, die habe ich auch nur durch Zufall in einem Fremdvideo. Ich gucke ja selber auch andere Let's Plays auch. Zu lernen und so weiter. Und wie gesagt, dadurch habe ich auch diese Truhe dann mal entdeckt und nehme sie seitdem dann auch immer mit. Aber den Raum da oben, da habe ich noch nichts gefunden. Da habe ich auch nicht. Aber
wie gesagt, es muss einen Eingang geben. Da ist Dauerfeuer, das ist ja das von dem Skelett, was sich da selber zum Grillen angeboten hat. Hier hinten war ich auch noch nicht. Vielleicht ist da noch was. Schmeiß mich mal nicht runter. Lagertchen, habt ihr gesehen, wie schnell die ist? Und dann wundert die sich immer, wenn die von mir in den Rücken geschossen wird. Bringt mal mehr die Ruhe rein. Da, oh, guck mal da oben. Guck mal da oben. Jetzt. Guck mal da oben ist so eine Öffnung. Da oben, geradeaus. Von dem Steg aus. Die habe ich noch nie gesehen. Aus dem Winkel, von hier aus sieht man sie nicht. Jetzt sieht man sie, wenn man weiß, wo man hingucken will. Da ist eine Öffnung. Da muss ich hin. Wenn, ob man von da aus... Boah, scheiße, Feuer, ey. Ob man von da aus in den Raum kommt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind wir schon mal 10.000 Mal näher ran als vorher. Also hoch auf das. Ach, huch. Also hier hoch auf die Etagen, hier auf die obere Ebene. Wie immer. Ja, den Windsprit kennen wir ja schon. Aber hier können wir noch. Ich hoffe, dass der dann reicht für das Stückchen da vorne. Aber hier können wir doch so springen. Gut. Habe ich noch nie probiert. Ist jetzt also Premiere mal mit euch. Auch im ersten Teil nicht. Da jetzt sieht man den so deutlich. Wirbelhammer. Gut, ist drin. Ja, da hast du der, hat ja noch keine. Der ist ja so aktiviert. Den haben wir ja von. Von wem haben wir? Von Bori? Bori haben wir den genannt, glaube ich, ne? Jedenfalls den ersten Teil, aber ist ja schon mal gut. Der erste Teil ist schon mal gut. Der nützt uns ja schon mal was. So, das Stückchen noch. Dafür muss er auch noch reichen. Jetzt kann man hier laufen, wie es aussieht. Und habt ihr gesehen, das ist ja nicht so wild. Wenn man... So. Nur richtig zielen. Wenn man es weiß. Cool. Jahre. Seit 2011 gibt es das. Okay, gespielt habe ich, glaube ich, seit 2012 das erste Mal. Und hier endlich mal plündern, ey. Den Seelenstein bitte auch noch. Dankeschön. Ein jahrzehntelanger Wunsch geht in Erfüllung, dass ich das mal noch sagen darf, ey. Ist ja Wahnsinn. Ha. Also habt ihr gesehen, wie es geht. Schön, dass ich auch mal was für Erfolge beitragen könnte. Was heißt Erfolge? Das ist eine persönliche. Gibt wahrscheinlich auch genug Leute, die sagen, Arsch stecken, scheiß auf die eine Truhe da. Aber es hat schon gewurmt. Weil man sie eben so deutlich sehen konnte. Wenn man sie nicht gesehen hätte, wäre scheißegal gewesen. Oben bin ich mir immer nicht sicher, sind da nur zwei oder ist da nur eins? Das vergesse ich immer wieder. Deshalb gucke ich da immer wieder hoch, um mich zu vergewissern. Also abgeschossen haben wir definitiv nur eins. Eins muss auf jeden Fall hier oben liegen. So, das wird wahrscheinlich das hier gewesen sein bis jetzt. Dann hier um die Ecke rum. Keins mehr. Okay, also nur eins. Hier oben ist also immer nur eins. Ah, nur warte doch die Zeit ab, nicht so. Gleich erstmal. Weißt du? Schön zielen. Zielen ist hier wichtig. Dass wir nicht vor die Mauer klatschen.
Herkules, du kleiner. Ist der größer geworden, oder? Von Liebe oder was? Oder Luft? So, und jetzt machen wir Ustenkraft. Was machen wir? Quatsch! Um durch Ustenkraft zu kommen, würde ich sagen. Aber hätte ich mal lieber nichts gesagt, statt die richtige Taste rechtzeitig hier drücken. Aber mir, aber ist ja egal. Wir können ja. Wir sind ja Profis. Machen wir das eben nochmal. Holzton TV Skyrim. Das etwas andere Let's Play.